Ja, hallo liebe Freunde, legen wir direkt los. Ich war mal wieder auf Mallorca und zwar diesmal in Port de Poyenza. Bin ich ja seinerzeit bei meiner Großwanderung durch die Tramontana, also den GR221, auch rausgekommen. Und hier habe ich ein paar schöne Wanderungen gemacht. Diese Wanderung, die wir jetzt als erstes sehen, die geht zur Cala San Vincenz. Ihr habt zwei Möglichkeiten und zwar einmal von dem Spa-Hotel Duva. Am Ortsgang, da seht ihr ein Holzschild, da steht drauf Cami Cala Carbo, weil ihr kommt an der Cala Carbo vorbei. Oder ihr geht am Eroski, ist am Ortsausgang, an dem großen Eroski an der Straße, dahinter die erste Straße rein und dann nach links. Ich habe die Strecke auch getrackt per GPS-Track und stelle euch die Tracks auch hier in die Beschreibung. Könnt ihr euch runterladen auf eurem Smartphone, dann kommt ihr auf jeden Fall dahin. Ja, ihr seht schon, ne, ganz nett anzuschauen. Der Weg ist einfach, ist wenig mit wenig Höhenmetern. Und ihr könnt, ja, ich zumindest bin da in einer guten Trekking-Sandale gelaufen. Aber wie gesagt, das ist wirklich richtig nett. Und ihr werdet ja gleich die schönen Bilder auch noch der Buchten sehen. Und der Rückweg war auch super. Ja, okay, dann sage ich jetzt erstmal viel Spaß, mach mal ein bisschen Musik. Thought I saw you in a grocery store. The hair was frizzy and the eyes were yours, but you turned and walked away. You turned and walked away. I swear I've seen you in a thousand skins, but every time I try to look, you turn and walk away. 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 Turn and walk Ja, wir sind schon auf dem Rückweg und hier haben wir so einfach mal so ein bisschen querfeldein. Wir sind gefolgt einem Schild Cami Botanico und ja, dann haben wir es einfach so ein bisschen instinktiv querfeldein. Ist nicht sehr gut beschnitten der Weg, kann man aber machen. Ihr seht das hier und ich habe auch diese Strecke wieder getrackt und stelle euch den GPS-Track ein. Also ihr seht, es ist ein Weg. Es gab ein paar Zäune, die waren aber schon, ich sage mal, plattgetreten von ja, einigen Wanderern vor uns. Und man kommt dann nachher hinten an der Straße wieder raus, die ihr gleich seht. Okay, jetzt zeige ich euch gleich noch die Fotos von dieser Wanderung. Also insgesamt braucht ihr in Poyenza aus 2 Stunden ungefähr. Cala San Vincenz, sicher ganz nett anzuschauen. Könnt auch Badesachen mitnehmen. Immer dem Schild Cala Carbo folgen an dem Poyenza am Anfang. Ja, okay. Ihr seht also hier, ne, da sind wir wieder auf dem Weg. Genau hier ist die Straße. Okay, jetzt zeige ich euch noch die Fotos. Alle Fotos wie immer auf Panoramio. Ein Link ist hier in meinem Kanal eingestellt. Oder ansonsten Panoramio Mr. Bullfish gucken, findet es auch. Okay.
thought I saw you in a grocery store. The hair was frizzy and the eyes were yours, but you turned and walked away. You turned and walked away. I swear I've seen you in a thousand skins, but every time I try to. Ja, okay, liebe Freunde, vielleicht mal ein bisschen was zur Orientierung. Also, wir sind eben hier gewesen, ne? Apart Hotel Duver, hier unten an der Stelle, und sind dann hier im Endeffekt zur Cala Cabo gelaufen, also hier rauf, ja, und dann entsprechend hier zur Cala San Vincenz. Hier seht ihr Cala San Vincenz, hier unten Cala Clara. So, genau am anderen Ortsende, nämlich hier, gehen wir jetzt los und dann gehen wir hier oben zur Cala Boque. Ja, das Ganze ist beschildert, ihr seht das hier, und verlaufen kann man sich auf dieser Tour auf gar keinen Fall. Also Holzschild schon, da vorne ist der Strand und einmal über die Straße seht ihr das erste Holzschild. Dann geht es einmal über so einen Kreisverkehr und dann habt ihr hier schon wieder das nächste und da geht es rauf an so einer Finca vorbei. Ja, und jetzt mache ich euch mal ein bisschen Musik erstmal und erzähle später noch was. Ja Leute, ihr seht, auch das eine schöne Tour. Wir sind allerdings erst so am späten Morgen, so gegen Mittag dann, so auf Mittag zu los und da war es schon ziemlich voll. Ihr könnt jetzt hier an dieser Stelle noch runtergehen, eben halt zum Strand, könnt dort baden. Wir haben darauf verzichtet, wie gesagt, weil es uns entsprechend zu viel los war. Aber von da aus braucht ihr dann nochmal runter, rund 20 Minuten, wieder rauf 20 Minuten. Dann habt ihr eine Gesamttourlänge auch wieder von rund 2 Stunden. Also da kann man sich ruhig mal vom Strand etwas lösen und mal ein wenig wandern gehen. Auch dieser Weg ist im Endeffekt ja, mit einer guten Sandale schon machbar. Braucht da keine Wanderschuhe. Also das kann man locker sehen. Hier wieder die Fotos der Tour, wie gesagt, alle auf Panoramio und entsprechend natürlich dann auch in Google Earth verknüpft, sodass ihr, wenn ihr auf den Weg schaut, auch dort meine Fotos seht. Okay. Ja, liebe Freunde, jetzt mal die nächsten beiden Touren kurz erklärt. Einmal bin ich hier hinten vom Ende von Poenza aus. Einmal hier unten komplett am Strand lang, sehr schöne Geschichte, ich weiß zwar nicht, ob man das Wandern nennen darf, und dann kommt hier eine ganze Menge Kies am Strand. Ihr könnt immer am Strand lang, es wird nur schon mal eben halt durch eine Flussmündung, Bachmündung, irgendwas, durch einen Torrent unterbrochen. Da könnt ihr euch überlegen, ob er durchs Wasser geht, bei mir war es zu hoch, dann kurz auf die Straße und wieder runter, ihr werdet das alles gleich sehen. Und dann die vierte Wanderung, die ich gemacht habe, die war auch ganz klasse, einmal hier oben rund durchs Gebirge und da habt ihr eben halt eine super klasse Aussicht. Ich mache das gerade mal etwas hier rüber und dann könnt ihr sehen, ihr habt also einmal hier die Möglichkeit, ihr seht von hier oben alles, Badia de Poenza, hier alles komplett und ihr könnt hier, wenn ihr einmal hier oben auf der Spitze seid, auch hier die Badia de Alcudia einmal euch ansehen. Also wunderschöne Geschichte, guckt es euch an, okay.
Ja, wie gesagt, los ging's am Strand und wenn ihr diese Strandwanderung dann tatsächlich über den Sand macht, ja, dann braucht ihr natürlich eine Zeit. Also normalerweise würde ich sagen 1 Stunde 40, eher 2 bis Alcudia hin, wenn ihr vom Ortsende Poyenza eben halt von ganz hinten durchlauft, müsst ihr da schon rechnen. Ja, ihr seht schon hier die verschiedenen Wegarten, ne, Kies und so weiter. Dann einmal war es eben vertrocknete Algen und so weiter. Aber es kommt gleich noch alles in Filmform für euch. Ja, ich mache mal ein bisschen Musik. Ne? Okay, bis später mal. Ja, straßenmäßig sind es dann ab hier noch 5 Kilometer. Ich habe euch die Musik unterschlagen. Ich wollte euch einfach mal zeigen, okay, ihr hört von der Straße so gut wie nichts, weil das Meeresrauschen, also die Brandung dort wesentlich lauter ist noch. Also sehr schön. Ja, gehen kann man den Weg natürlich auch hier wieder Trekking-Sandale. Ne? Braucht also jetzt nicht unbedingt einen Wanderschuh für. Aber mit Flipflops würde ich nicht machen. Das ist mit Steinen und so weiter und mit hier mit den Algen nicht sinnvoll. Ja, wer Muschel sammeln will, der kann das an der Stelle wirklich am besten. Sonst findet ihr in Poyenza nichts. Aber hier ist da genug zu holen. Ja, hier mal so eine Stelle, die ich meinte. Also hier müsst ihr dann eventuell mal hoch zur Straße, einmal rauf, hinten wieder runter. Alles ist gut und ihr könnt die Wanderung fortsetzen am Strand. Ja, Freunde, wenn ihr das letzte Stück nicht auf der Straße gehen wollt, dann geht ihr wirklich bis zu diesen Häusern, die ich euch zeige, da hinten, wo der Mann mit dem Hund läuft. Ja, und dann geht es da rechts rein und dann am blauen Kreisverkehr wieder rechts, Leute. Ich habe mich da ein bisschen verlaufen. Na, aber ihr könnt auch, so wie ich das zurückgemacht habe, ne, Alcudia Ende und dann zum Strand runter, passt auch. Okay. Ja, hier nochmal das auf der Wanderkarte, was ich euch eben in Google Earth gezeigt habe. Los geht das Ganze an der Ermita de la Victoria, bisschen außerhalb von Alcudia. Ich bin da mit dem Bus von Poyenza nach Alcudia und dann mit dem Taxi von Alcudia bis dahin waren das exakt 10 €. Also das passt. Und den Rückweg habe ich dann direkt nach Alcudia gemacht. Ihr könnt ihn auch anders machen, wieder über die Berge zurück. Ungefähr 5 Stunden 30, 4 Stunden 15 gebraucht. Ja, ihr seht das hier, es geht schon direkt ganz gut hoch. Und wenn ihr dann wieder da zurückkommt, dann müsst ihr natürlich wieder ein Taxi, wenn ihr keinen Leihwagen habt. Für mich war das eine frische Erwägung. Ich bin nach Alcudia und damit habe ich mir einmal Taxi gespart. Geht davon aus, auch wenn ihr die Tour macht, so wie ich, dass ihr länger braucht. Also ich würde mal auch bei meiner Tour mit 5 Stunden eher rechnen.
Ja, ihr hört es an meinem Schnaufen, ne? Wir kommen hier doch relativ hoch. Wir gehen bei Null los und auf 450 Meter rund. Insgesamt habt ihr dann so Höhenmeter Auf- und Abstieg jeweils von ja, 700, 750. Ja, aber ihr seht, das lohnt sich wirklich. Also das ist eine super schöne Strecke. Deswegen habe ich jetzt hier auch wenig gekürzt und wir kommen hier auf 12 Minuten insgesamt für diese Strecke, was Film anbelangt. Was ihr auch gesehen habt, wer nicht ganz schwindelfrei ist und nicht trittsicher ist, ja, der sollte noch mal drüber nachdenken. Aber so schlimm ist es nicht. Also ihr seht, das ist noch ein Weg, das geht, das ist zu machen. Okay, und es macht eine riesen, riesen Freude, diesen Weg zu gehen. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann habt ihr es fast geschafft. Also es sind nur noch ein paar Höhenmeter zu machen. Ich zeige euch das gleich. Es geht noch einmal rauf. Aber nochmal die Aussichten. Wunderbar, ne? Auf mehrere Buchten. Das werdet ihr gleich noch sehen, wenn wir den höchsten Punkt erreicht haben. Habt ihr einen Ausblick zu beiden Seiten hin. Und ja, zeige ich euch. Ich habe da Rast gemacht hinter so einem Häuschen, so ein grünes Häuschen. Wunderbar zu sitzen. Echt klasse. Ja, jetzt geht es wieder runter. Die Wegbeschaffenheit, so ähnlich wie rauf, steinige Wege, müsst ihr ein bisschen Trittsicherheit haben, ein bisschen gucken, aber ansonsten, ich habe Leute mit kleinen Kindern gesehen, viele, also das ist machbar hier. Also eine ganz normale, schöne Wanderung mit sehr, sehr schönen Aussichten und jetzt mache ich mal wieder ein bisschen Musik. Ja, wenn ihr die Schnauze voll habt von diesen Geröllsteinen, dann gibt es Hoffnung. Also hier ganz unten, wo es wieder bewaldet ist, gibt es dann wieder Waldboden. Ja, hier an diesem Rastplatz angekommen, könnt ihr dann noch runtergehen bis zum Strand, den ihr gerade gesehen habt. Für mich war das nicht interessant. Ich wollte ja wandern und nicht baden gehen. Also hier geht es runter, braucht dann nochmal ungefähr 20 runter, 20 rauf, also 40 Minuten. Okay, jetzt zeige ich euch noch das Schild, wie es zurückgeht. Also ihr geht dann hier von diesem Rastplatz
Einmal zurück, ihr seht Alcudia 2 Stunden 40. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe maximal 2 Stunden gebraucht. Ja, machen wir es mal. Ja Leute, und wenn ihr euer Handicap verbessern wollt, könnt ihr hier noch kurz Rast machen, kurz eine Runde golfen. Naja, da ist die Hot-Volley von Mallorca wieder versammelt und wir arme Wandersleute gehen mal weiter. Ja Freunde, jetzt laufe ich hier 40 Minuten schon auf dieser Strecke hier, alles asphaltiert. Aber hier so links gibt es ab und zu mal einen Streifen, wo es ein bisschen weicher ist. Aber es ist ganz angenehm, man hat sich daran gewöhnt. Die Bäume beschatten das Ganze so ein bisschen, immer zwischendurch mal Sonne, Schatten. Also kein Mensch auf der Piste. Also mittlerweile macht es mir Spaß. Ja Freunde, hier an dem Schild ein kleiner Hinweis. Ihr habt es gesehen, oben auf dem ersten Schild stand 2 Stunden 40. So, bin jetzt gerade mal etwas über 40 Minuten unterwegs. Und hier steht noch 1:10, also ihr kommt da wesentlich schneller voran. Das nur als Hinweis. Ja, du musst dich entscheiden, zwei Wege sind frei. Rechts Alcudia eine Strecke, links Alcudia Camino de Salou. Und ich gehe mal den Wanderweg. Das ist mir hier am liebsten. Also einmal hier links rum. Diese Straße hier geradeaus und dann links kommt ihr nach Alcudia, nicht die, die ihr jetzt hier seht. Ja, und auf dem Weg dahin, kleine Bar, könnt ihr noch schnell ein Bierchen einsacken. Und ich habe jetzt 4:15 gebraucht. Okay, das war es jetzt von Mallorca Wandern an dieser Stelle hier. Ich habe noch eine Tour gemacht und die zwar die von Juk nach Pollença, aber die findet ihr auf meinem Kanal schon unter dem Mallorca Wander mit dem GR221. Okay Leute, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, euer Mr. Bullfish, alias Dirk, ihr alias Dirk, wie ihr wollt. Und ja, jetzt geht es erstmal auf den Jakobsweg nach Granada, Camino Mozarabe. Also wer meinen Kanal ja abonniert hat, wird ja wissen, was ich so tue in dieser Richtung. Und ich stelle euch da den Film ein. Ich denke mal so ein bisschen nach der Fußball-WM wird der fertig sein, hoffe ich mal. Und wenn ich es noch schaffe, dann werde ich den Via de la Plata fortsetzen, ab Merida dann die letzten 800 Kilometer, die ich nach dem Fußbruch 2012 ja nicht mehr geschafft habe. Also ihr seht das hier nochmal, ich gucke mir gerade, während ich rede, auch die Fotos an. Eine wunderschöne Tour, also wenn ihr gar nichts von diesen Touren macht, die ich gemacht habe, aber diese Tour hier, fantastisch. Okay, nochmal alles Gute. Bis dahin, euer Mr. Bullfish.